Ich bin Jürgen Olthoff. Und ich bin Lukas Günther. Wir stehen hier im Neubau des Kreisels in Kirchhorst. Und heute wollen wir Inhaber von umliegenden Geschäften und Bauarbeiter diesbezüglich vom Kreiselneubau in Kirchhorst befragen. Wann ist der Bau voraussichtlich fertig? Ende November 2010. Wie sind die Arbeitszeiten und wann beginnen Sie? Also wir arbeiten von morgens 7 Uhr bis 16 Uhr, wobei eine Stunde Pause dabei ist. Gab es schon mal Komplikationen? Im Großen und Ganzen nicht, also rein technisch gesehen nein. Verkehrsregelung ab und an, wenn da mal technisch die Ampel ausfallen sollte. Dann gibt es ein kleines Chaos, aber das wird schnell möglichst wieder behoben. Außerdem haben wir im Rahmen der Bauarbeiten an den Geschäftsinhaber gefragt, wie sich der Bau auf das Geschäft auswirkt. Beeinflusst der Bau den Kundenfluss? Ja, sicherlich beeinflusst der Bau den Kundenfluss. Obwohl bei uns ist es nicht ganz so schlimm, weil wir keine Tagesgeschäfte haben. Und ich denke mir mal, ich kann mich freuen, dass das im Herbst geschieht, das ganze Bauunternehmen, und nicht im Frühjahr, wo wir Hauptsaison haben. Das wäre für uns ganz fatal gewesen. Aber so, ich kann es nicht ändern, weil es einfach für die Allgemeinheit ist und ich mich damit abfinden muss. Können Sie sich vorstellen, dass der Kreisel sich später positiv auf den Kundenfluss auswirkt? Ich denke ja, weil die Ampel doch sehr stark dazu geführt hat, bei einigen Rotphasen noch zu überfahren. Es waren auch einige Unfälle, und ein Kreisel ist eine natürliche Verkehrsberuhigung, und somit fährt der Kunde oder der Autofahrer von Haus aus langsamer an den Kreisel heran, und ich kann mir daher vorstellen, dass das sicherlich von der Werbung einen Effekt gibt, dass man einfach unser Geschäft vielleicht etwas intensiver sieht und sich dann vielleicht Gedanken macht, und ein Autofahrer kann auch ein späterer Kunde werden. Stört der Lärm den Arbeitsablauf? Natürlich, ganz klar, aber auch damit müssen wir uns einfach arrangieren. Das ist nun mal nicht zu ändern. Es wird ja kein Brot gebacken. Es werden Tonnen von Beton sind hier bewegt worden. Und natürlich ist das ein Wahnsinnslärm und nicht gerade angenehm. Aber wie gesagt, man kann es halt nicht ändern. Man hört es ja jetzt schon wieder. Und das ist nun jetzt nichts Schlimmes. Es war schon viel, viel schlimmer. Aber wie gesagt, wir können es nicht ändern. Nachdem wir im Caravan-Center Kirchhorst waren, haben wir nun die Straßenseite gewechselt und sind jetzt in der Kirchhorster Bauernschule. Und hier werde ich die Mitarbeiterin Frau Matz befragen. Matz, können Sie sich vorstellen, wie sich die Baustelle auf das Weihnachtsgeschäft jetzt auswirken wird? Ja, nicht gut. Also im Moment haben wir sehr große Verluste dadurch. Die Kunden parken teilweise an der Tankstelle, weil sie nicht wissen, wie sie hier reinkommen. Es steht zwar ein Schild da, aber von Hannover ist es schwer zu sehen.